Das ist ein Podcast von bulmo.ch. Liebet, kann kund verstehen, Baulenz. Mein Dad muss leben, Vorlenz. Herzlich willkommen zu meinem Podcast bulmo.ch. Das Zitat, das dänische Zitat, stammt aus einem der Tagebücher von Søren Aaby Kierkegaard, geschrieben 1834 bis 1855. In Gedenken an seinen 200. Geburtstag möchte ich dir sein Leben etwas vorstellen. Søren Kierkegaard war ein Existenzphilosoph. Er war ein Theologe, ein Philosoph, und sein ganzes Leben war von Leiterfahrung geprägt. Man nennt ihn auch ein leidenschaftlicher Denker, im weitesten Sinn auch ein leidenschaffender Denker. Søren Kierkegaard legte sich mit der dänischen Staatskirche an, insbesondere mit dem damaligen Bischof Münster. Das war zu dieser Zeit etwas Außergewöhnliches, denn die Staatskirche regierte eigentlich das ganze Land. Nebst dem König, der aber mehr für die kriegerischen Tätigkeiten zuständig war, regierte doch die Kirche über Moral, Ethik, Sozialwesen, und es war praktisch ein Tabu, die Kirche anzugreifen. Søren Kierkegaard tat es dennoch. Als Studierender, er hatte sich mit 17 Jahren in die Universität in Kopenhagen eingeschrieben, studierte er Theologie und erreichte bald einen Wissensstand, der es den obersten Religionsvertretern schwer machte, ihm zu widersprechen. Søren Kierkegaard war ein Kämpfer zwischen Christentum und Christenheit, also praktizierter Christenheit. Er war gegen die sogenannten Wahrheitsprediger, die Wahrheitswissenden. Er sagte, alles, was in der Bibel steht, ist Christentum, und Christentum soll nicht beruhigen. Christentum soll uns auffordern zum Nachdenken. Nicht Wahrheitszeugen in die Kirche stellen, die uns dann irgendetwas erzählen, was sie für richtig halten. Mit dieser Ansicht war er damals sehr allein und er wurde auch als Außenseiter behandelt. Doch er gab nicht auf. Søren Aaby Kierkegaard war als siebtes Kind einer Kaufmannsfamilie geboren. Fünf seiner Geschwister und die Mutter, die starben innerhalb seiner ersten 20 Lebensjahre. Keiner wurde über 35 Jahre, außer die Mutter. Er hatte Angst, mit seiner eigenen Freiheit nicht in Einklang zu kommen. Sein Vater glaubte an einen Fluch, weil er seine erste Frau verlassen, sich dann mit der Haushälterin eingelassen hatte, mit ihr, die sie sieben Kinder gezeugt hatte, und jetzt eines ums andere starb, glaubte er an eine Verfluchung. Er wurde sehr religiös, ging sogar in die Herrnhuttergemeinde und er verlangte von seinen noch überlebenden Kindern Søren und Peter, Christian, Kierkegaard, dass sie Theologie studierten, was sie dann schlussendlich auch machten. Es drehte sich also die ganze Diskussion immer um Kirche, immer um Religion. Søren jedoch, der war ein bisschen offener, er ging unter das Volk, er leistete sich täglich Diskussionen mit den Menschen in der Stadt. Er war ein, heute würde man sagen, Lebemann. Begünstigt durch den Reichtum seines Vaters, der durch den damaligen Bankrott Dänemarks sein ganzes Vermögen in Staatsanleihen investiert hatte, verlor er fast nichts und konnte so sein ganzes Vermögen über diese Krise hinaus retten. Søren profitierte davon und gab das Geld auch großzügig aus. Dort, wo andere sie zu Fuß gingen, ließ er sich kutschieren, er rauchte Zigarre, war in den Wirtshäusern und in den Bordellen anzutreffen.
Er mischte sich unter das Volk, leistete sich ein Diener, zog 7 bis 8 Mal, wechselte er seinen Wohnort innerhalb Kopenhagens. Er hatte einen Sekretär, der ihm seine Schriften ins Reine schrieb. Also er war sehr gut situiert. Doch wie sah es damals in Europa aus? Europa war in der Krise, Wirtschaftskrise. Ging bankrott. Dänemark musste Norwegen abtreten wieder, das wiederum von Schweden annektiert wurde. Dänemark kam in den Krieg mit Deutschland, 3 Jahre Krieg. Es war die Biedermeierzeit. In dieser Biedermeierzeit war Kopenhagen eine Stadt mit einer Einwohnerzahl von ca. 120.000 Einwohnern. Man muss sich das einmal vorstellen, es war eine Stadtmauer, ganz Kopenhagen umgeben mit einer Stadtmauer. Eine Seite des Hafensbeckens war die Marine und nur ein kleiner Teil konnte bewohnt werden. Unten im Erdgeschoss waren die Pferdefuhrwerke, Kühe und andere Tiere untergebracht. Bis in den ersten Stock waren noch Kühe untergebracht. Und dann diese 120.000 Einwohner. Es herrschte Gestank, Chaos, Krankheit. Es war also keine schöne Zeit vor 200 oder auch 150 Jahren. Eine Stadt ohne elektrischen Strom, Beleuchtung waren Laternen, Gaslaternen, Öllaternen, keine Elektrogeräte, keine Autos, kein Telefon. Fotoapparat war erfunden, aber haben noch nicht eingeführt. Und so wusste man und weiß man bis heute eigentlich nicht, wie sah Sören Obi Kierkegaard eigentlich aus. Es gibt Karikaturen, Zeichnungen von ihm, aber keine dieser Zeichnungen entspricht Sören Kierkegaard. Es gibt eine, die wurde 1940 an einer Auktion nach Finnland versteigert. Das ist dieses Bild hier. Das sei so gemäß Aussage der Dienerschaft oder des Sekretärs, am ehesten Sören Kierkegaard. Der smarte Boy, der uns jetzt auf den Titelblättern der Bücher entgegenstrahlt, war sicher nicht Sören Kierkegaard. So sah er nicht aus, aber so hinterließen die Historiker seinen Eindruck. Und so wurde auch die Statue in der Königlichen Staatsbibliothek aufgestellt. Sören Kierkegaard befasste sich, wie gesagt, mit der Theologie, mit dem Christentum insbesondere. Und er forderte die Kirche auf, endlich der Realität ins Auge zu blicken. Er forderte sie auf, diesen Zwiespalt zwischen das, was in der Bibel geschrieben, also dem Christentum und der Christenheit, endlich realistischer darzustellen und jedem Einzelnen zu überlassen, was er aus diesen Worten interpretiert. Das brachte ihm sogar Steinwürfe, er wurde angespuckt, er wurde verspottet. Keiner wollte seine Schriften abdrucken, er musste alles selbst berappen. Auch seine Bücher fanden kein Verleger. Insgesamt hat er in den Jahren, zwischen 21 Jahren und 42 Jahren, er wurde ja nur 42-jährig, hat er ca. 22 Bücher geschrieben. Alle diese Bücher von ihm selbst verlegt, bezahlt. Mit 24 Jahren lernte Kierkegaard Regine Olsen kennen. Regine Olsen, damals 15-jährig, wurde seine Verlobte. Und da begann ein weiterer schicksalshafter Einschnitt in seinem Leben. Denn heiraten wollte er Regine Olsen nicht. Und er unternahm alles, um sie wieder loszuwerden. Einerseits liebte er sie, andererseits war ihm bewusst, dass vielleicht auch ihm kein Leben über 35 Jahre beschert wurde, weil er in diesem Fluch lebte, der Familie. Andererseits war er als Lebemann
überzeugt, dass er niemals diese Treue und diese Versprechen, diese Heiratsversprechen einhalten konnte. Also er konfrontierte sie mit diesen Erläuterungen und versuchte sich unbeliebt zu machen, damit Regine Olsen von ihm abließ. Was dann schlussendlich auch gelang. Nach einem Jahr Verlobung trennten sich die beiden wieder. Auch das in seinem Denken ein sehr markantes und gut dokumentiertes Ereignis. Als Sören Kierkegaard 25-jährig war, starb sein Vater. Er hatte seinem Vater versprochen, Theologie zu studieren, und er machte sich nun auch daran, das Studium abzuschließen, das Examen zu beenden. Nebenbei erbte er ein beträchtliches Vermögen von etwa 1 Million, umgerechnet 1 Million Schweizer Franken. Mit 28 Jahren hat Sören Kierkegaard sein Examen abgeschlossen. Anschließend begab er sich nach Berlin und traf dort den Philosophen Schelling. Diesem hörte er gespannt zu, war aber schlussendlich enttäuscht, wie er auch von Hegel und anderen damaligen Philosophen enttäuscht war. Er unterstellte ihnen allen, dass sie nicht in dem Schloss, das sie aufbauten, wohnten, sondern dass sie im Keller oder im Nebengebäude wohnen und ein Schloss bauen. Also nicht das tun, was sie eigentlich predigen. Mit 29 kehrte Sören Kierkegaard zurück nach Dänemark und wurde freier Schriftsteller. Sören Kierkegaard legte sich mit der Kirche an, weil er eine Verkehrung des biblischen Christentums vorwarf. Nicht ein einziger Pfarrer sei seriös. Alle lügen, schrieb er. Mit diesen Äußerungen machte er sich ganz bestimmt nicht beliebt. Also Sören Kierkegaard war kein Mann für das Wort zum Sonntag. Er warf allen Religionsvertretern die Verkehrung des Christentums vor. Sie wiederum sagten, er sei ein Spion Gottes. Sören Kierkegaard sagte, nicht was die Masse tut, ist richtig, sondern das, was das Individuum denkt und tut und handelt, das sei der Weg. Das Christentum kann lediglich dargestellt werden. Es kann auffordern zum Handeln und zum Konsequenzen tragen, nicht mehr und nicht weniger. Mit 30 Jahren schrieb Sören Kierkegaard sein erstes Werk, nämlich Entweder oder, Enten eller. Ein beachtliches Werk, vergleichbar mit Goethes Faust. Nicht alle seine Bücher hatten diesen Umfang, es gab auch bescheidenere, kleinere Bücher. Aber dieses Buch, dieses eine, war wirklich sein und ist sein Standardwerk, das ich jedem zum Lesen empfehle. Mehrmals lesen empfehle. Ja, Sören Kierkegaard wurde öfters angegangen, und so war es ihm mit 33 einmal genug und er wollte mit Schreiben aufhören. Hat er zum Glück nicht. Er hat weitergeschrieben, hat sich weiter mit der Kirche angelegt und es entstanden in den nächsten 10 Jahren noch einmal weitere 18 Bücher. Erst als Sören Kierkegaard 39 Jahre alt war, entschied der damalige König, dass die Stadtmauern eingerissen, die Stadttore geöffnet wurden und dass jetzt auch außerhalb der Stadt gebaut werden durfte. Ein doch vernünftiger Entscheid, weil bisher lebte ganz Kopenhagen immer in der Angst, von Schweden, Norwegen, Deutschland angegriffen zu werden. Als Kierkegaard 41 Jahre alt war, starb Bischof Münster, sein Hauptkontrahent in der Kirche Dänemarks. An der Beerdigung wurde dann diesem Bischof Münster unterstellt, dass er ein Wahrheitszeuge gewesen sei, dass er also die Wahrheit hinter der Bibel, hinter der Religion vertreten habe. Das ging Kierkegaard zu weit. Er gründete eine Zeitschrift, Der Augenblick, und schoss nun extrem gegen die Kirche. 10 Ausgaben schaffte er noch, ehe er mit 42 Jahren dann, also ein Jahr später, auf offener Straße am 11. November 1855 zusammenbrach.
und hospitalisiert wurde. Kurz darauf starb er, wurde also lediglich 42 Jahre alt, hat aber in dieser kurzen Lebenszeit sehr viele Bücher, sehr viele Schriften hinterlassen, die es wert sind, so meine ich, von uns gelesen zu werden. Sören Kierkegaard ist anspruchsvoll. Es wühlt auf, doch es führt langfristig zu Authentizität. Sören Kierkegaard beschrieb drei Lebensstadien. Das ästhetische Lebensstadium, in dem Essen, Trinken, Sex, Genuss vorkam, aber auch die Angst, genau das zu verlieren. All diese äußerlichen Dinge, weil das ästhetische Stadium, sagte er, schrieb er, sei noch kein Erkennen seines Selbst spürbar. Und so entstünde Angst über Verlust des Äußeren. So beschrieb er auch das ethische Stadium, das Erkennen des Selbst, das Überwinden des Äußeren, die Abhängigkeiten, also Erkennen von Gut und Böse, Pflicht, Ehe, Beruf, all diese Dinge. Doch dieser Versuch endet natürlich auch darin, Erkennen des Unmöglichen. Man kann nicht allem gerecht werden. Diesem ethischen Stil, Lebensstil kann nicht entsprochen werden. So kommt man in die Sünde. Und die Sünde, wer vergibt die Sünde bis heute? Er definierte das mit dem religiösen Stadium. Das religiöse Stadium mit dem Glauben an einen Gott, an eine Gottheit, darin könnte man diese Vergebung dann finden und es wäre eigentlich die Auflösung des Ganzen. Doch Kierkegaard wäre nicht Kierkegaard, wenn er darin bereits wieder einen Haken entdeckte. Denn Kierkegaard schrieb, wenn es eine Gottheit gibt, die die Wahrheit kennt, die das Wahre darstellt, dann kann sie nicht hier sein, dann muss sie im Unendlichen sein, denn nur dort hätte sie den Platz und die Übersicht und die Macht, auch Wahrheit zu entsprechen. Aber wenn ich Probleme im jetzigen Hier und Jetzt habe, dann müsste diese Gottheit ja hier erscheinen und mir dabei helfen. Und das widerspricht, das geht nicht. Also die Wahrheit gibt es, schrieb Kierkegaard, aber sie ist niemals hier präsent. Ich kann sie nicht greifen, ich kann sie nicht verstehen. Also diese drei Lebensstadien, die Kierkegaard definierte, sind nicht zu verstehen, dass man jetzt vom Ästhetischen über das Ethische zum Religiösen durchläuft, sondern dass diese drei Stadien ständig präsent sind. Man lebt sozusagen in diesen Stadien. Man könnte noch andere Stadien dazu definieren, aber es reicht. Was will man mehr oder weniger? Kierkegaard befasste sich ausschließlich mit diesen drei. Livet kan kun forstå baulens, men det må leves forlens. So begann ich und dieses Zitat bedeutet, verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben müssen wir es vorwärts. Das bekannte Zitat von Kierkegaard beinhaltet ganz wesentliche Dinge. Das Verstehen kann man, also man kann das Leben nur rückwärts verstehen. Leben muss man, also man muss leben nach vorwärts. Und diese beiden Gegensätze, also ein Leben nach hinten betrachtet, möglicherweise zu verstehen. Er sagte auch, das Chaos kann rückwirkend verstanden werden. Vorwärts ist dies jedoch unmöglich. Die Evolution scheint nach hinten betrachtet geordnet. Nach vorne können wir sie nicht verstehen. Wenn wir vorwärts leben müssen, dann heißt das gleichzeitig, dass wir
Wenn wir nicht vorwärts leben, auch niemals die Chance haben, etwas rückwärts zu verstehen. Wir müssen leben, wir müssen vorwärts, sonst hört auch die Vergangenheit auf. Das beinhaltet dieser Satz ebenso. Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, aber leben müssen wir es vorwärts. Ich könnte das auch so ausdrücken. Ich fahre mit einem Reisebus über eine Passstraße, orientiere mich lediglich an den Rückspiegeln, weil die Frontscheibe zugeklebt ist. Das bedeutet, verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts. Das bedeutet, dieser Reisebus, ich lege den ersten Gang ein und es fährt ab sofort nur noch vorwärts. Aber orientieren kann ich mich nur rückwärts. Søren Kierkegaard ist nicht leicht zu verstehen. Er wühlt auf, doch langfristig führt das zu Authentizität. Dies war mein Podcast von bulmo.ch. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es tönt. Das ist ein Podcast von bulmo.ch.